Hallo, mein Name ist Katja Brandes und heute lese ich euch eine meiner Lieblingsstellen aus dem Woodwalkers Band 2 vor. Norwegische Wursthunde ist das Kapitel. Es herrschte eine ziemlich angespannte Stimmung, als wir uns am Tag der Expedition in der Eingangshalle trafen. Noch waren wir alle in unserer Menschengestalt. Cookie als dünnes, in eine grüne Jacke gehülltes Mädchen mit sommersprossiger Stupsnase. Tikani kräftig, mit etwas dunklerer Haut und indianisch schwarzen Augen, die nichts verrieten außer ihrem Widerwillen, ausgerechnet mit uns ein Abenteuer bestehen zu müssen. Wenn es denn ein Abenteuer war, einer dämlichen Apotheke bescheuerte Tabletten und Verbände kaufen zu gehen. Ich fragte in die Runde, also, was machen wir? Einer von uns muss in seiner zweiten Gestalt sein und eins ist klar, das werde nicht ich sein. Außer, ihr wollt mich anschließend bei diesem Typen der Tiere aus Stoff besuchen. Schon klar, sagte Chikani mürrisch. Cookie, was ist mit dir? Du könntest dich als Opossum auf Karaks Schulter rocken und... Oh, bitte nicht, ich würde vor Angst sterben, wimmerte die Opossumwandlerin. Chikani und ich verdrehten beide die Augen. Schon klar, sie würde sich totstellen, wie jedes wilde Opossum es bei Gefahr tat, und wir konnten den Auftrag alleine abschließen. Hey, du stirbst nicht, kapier das doch endlich, meinte Chikani. Cookie lächelte unsicher. Also, machst du das? Du bist als Wölfin? Ich konnte förmlich hören, wie Chikani mit den Zähnen knirschte. Na gut, sagte sie schließlich und warf mir einen finsteren Blick zu, als wäre es ganz allein meine Schuld, dass wir einen so nervigen Auftrag bekommen hatten. Einer musste es aussprechen. Das heißt, wir brauchen ein Halsband, sonst gehst du nicht als Hund durch. Das kam natürlich noch schlechter an. Ein leises Knurren erwischte ihren Lippen. Hoffentlich gab es keine Klopperei, sonst konnten wir uns über eine Note 6 für Zusammenarbeit freuen, noch bevor wir aufgebrochen waren. Doch Chikani überraschte mich. Ich glaube, Mrs. Park hatte ein paar. Hoffentlich passt mir eins. Mit langen, festen Schritten macht sie sich auf den Weg. Cookie und ich blickten uns an und stießen beide erleichtert die Luft aus. Zu unserer Überraschung kam Chikani mit einem Halsband, das groß genug für sie war, und einer Leine zurück. Mrs. Parker, die Mopswandlerin, verwaltete anscheinend einen solchen Vorrat von solchen Verkleidungsmaterialien für Woodwalker. Nur leider war das Halsband rosa und mit Herzchen dekoriert. Chikani hielt das Ding mit spitzen Fingern von sich weg, als wäre es eine ertrunkene, nicht mehr sonderlich frische Ratte. Dann verwandelte sie sich. Starr mit gesträubtem Nackenfell duldete die große weiße Wölfin, dass ich ihr das Halsband umlegte und den langen Lederriemen daran befestigte. Es fühlte sich an, als hielt ich einen Sack voll Sprengstoff am anderen Ende der Leine. Theo fuhr ins Nichtstadt. »Viel Spaß! Ruft mich an, wenn ihr fertig seid!« sagte der Kaugummi-Count. »Wer hat das Gruppenhandy?« »Ich«, verkündete Cookie stolz und hielt es hoch, bevor sie es sorgfältig wieder einsteckte. Unser Hausmeister schaute amüsiert zu, wie wir loszogen. Garantiert wusste er, was der Zweck dieser Lernexpedition war. Wahrscheinlich sollten ich und die Wölfe lernen, zusammenzuarbeiten. Und Cookie, die schon jetzt ganz große, erschrockene Augen hatte, musste lernen, ihre Ängste zu besiegen. Aber meine eigenen Ängste waren auch nicht ohne. Andrew Millings Worte klangen mir noch im Ohr. »Das wirst du bitter bereuen, du kleiner Mistkerl. Was war, wenn ich ihm hier in der Stadt begegnete? Wusste er, dass ich hier war, auf seinem Terrain? Was war, wenn er mich abfing?« »Was ist?« fragte mich Chikani, die in ihrer zweiten Gestalt schlecht gelaunt neben mir herging und viele Blicke von Passanten auf sich zog. »Was soll sein?« gab ich zurück. »Du hast Angst, das wittert man ja aus 1 Kilometer Entfernung. Hast du Schiss vor der Stadt?« »Nein«, erwiderte ich kurz. »Es ging die Wölfe gar nichts an, wovor ich Angst hatte. Die würden es doch nur gegen mich verwenden.« »Entschuldige, was ist das denn für eine Rasse? Was für ein schönes Tier?« Ich schrak zusammen. Es war eine Frau mit grauen Locken und gelber Zotteljacke, die sie wie ein sehr seltsames Beutetier aussehen ließ. Sie streckte die Hand aus, um Chikani zu streicheln, und einen Moment lang erstarrten ich und Cookie vor Schreck. »Bitte, bitte, tu hier nichts, Chikani«, hauchte Cookie. »Hat ihr noch alle, mich einfach anzufassen?« beschwerte sich Chikani. Aber netterweise biss sie der Frau nicht die Hand ab. »Das ist ein norwegischer Wursthund.« Es war das Erste, was mir einfiel, und Chikani schenkte mir einen tödlichen Blick. Die Frau wirkte fasziniert. »Oh, tatsächlich? Ein Wursthund?« »Ja, sogar reinrassig«, behauptete ich. Allmählich begann mir die ganze Sache Spaß zu machen. »Diese Hunde sind berühmt dafür, dass sie Würste sogar aus 5 Kilometer Entfernung aufspüren können. Sie ernähren sich hauptsächlich von...« »Das reicht jetzt!« Chikani warf sich so heftig nach vorne, dass der Ruck an der Leine mich beinahe von den Füßen gerissen hätte, und schleifte mich förmlich weiter in Richtung Apotheke.
Ich schaffte es gerade noch, der Frau zum Abschied zuzuwinken. »Sag's was nochmal und ich kill dich«, kündigte Tikani an. »Ich jetzt«, gab ich nicht sehr beeindruckt zurück. »Hast du schon vergessen, wie ich neulich deinen Alpha fertig gemacht habe?« Tikani brummte nur übellaunig. Wir schafften es, ein paar hundert Meter weit ganz friedlich die Straße entlang zu gehen. Vorbei an Läden, Restaurants und Cafés. In der einen Hand hielt ich die Leine, mit der anderen umklammerte ich das Portemonnaie mit dem Geld. Noch etwa 3 Baumlängen bis zur Apotheke. Ich hatte mich auch nach 2 Jahren noch nicht ganz an menschliche Maßeinheiten gewöhnt. Die automatische Tür der Apotheke wich vor uns zurück und wir standen drin. Sofort überfielen mich jede Menge neue Gerüche nach Seife und Chemie und geschmolzenem Schnee auf der Fußmatte. Zum Glück waren wir die einzigen Kunden. Zu dritt gingen wir zur Verkaufstheke. Fast geschafft, nach dem Zeug fragen, bezahlen, draußen von Theo abholen lassen. Cookie betrachtete erstaunt die vielen Cremes, die in den Regalen aufgestellt waren. Auch ich hatte eine Weile gebraucht, um zu kapieren, wieso Menschen sich ständig irgendwas ins Gesicht schmierten, das sich wie Schneckenschleim anfühlte und nach zerdrückten Blumen roch. Ich las der Apothekerin Sherrys Liste vor. Verbände, Desinfektionsmittel und Schmerztabletten. Die Apothekerin packte einige Dinge auf ihre Theke und fragte dann, welche Marken hat sie denn bei den Tabletten gerne? Sie rasselte ein halbes Dutzend Namen herunter, die mir alle überhaupt nichts sagten. Ratlos blickte ich sie an. Ach, geben Sie mir die stärksten, sagte ich schließlich und drückte Cookie das Portemonnaie in die Hand, damit sie das Bezahlen üben konnte. Dann hörte ich das Geräusch der zurückweichenden Schiebetür. Jemand anders war reingekommen. Leider war es eine ältere Frau mit einem kleinen Hund. Ja, ich weiß nicht, ob man Hund dazu sagen konnte. Es war ein winziges, haariges Etwas, das ein Mäntelchen bei einer Schleife im Kopffell trug. Es hockte in einer Handtasche und es drehte vollkommen durch, als es mich und Tikani roch. Unglaublich, was für ein Krach sein mickriges Wesen machen konnte. Und ich verstand kein Wort, weil ich Hundesprache nie gelernt hatte. Wahrscheinlich versuchte das haarige Vieh, seine Besitzerin verzweifelt davor zu warnen, dass in dieser Apotheke ein Wolf und ein Puma lauerten. Doch die hörte zum Glück nur Gekläffe und davon jede Menge. »Aber Susi, Schatzi, was ist denn?« fragte die alte Frau ratlos und kraulte das Wesen mit dem Schlappohr. »Ganz ruhig, Schnuckiputzi, wir gehen heim und du bekommst ein Würstchen, ja?« Schnuckiputzi wollte kein Würstchen, sie wollte uns anfallen. Sie begann aus der Handtasche herauszuklettern, obwohl ihre Besitzerin versuchte, sie am perlenbesetzten Halsband zurückzuhalten. Tikani, Cookie und ich sahen uns an und dachten wahrscheinlich dasselbe. Wir mussten hier raus. Und nicht nur, weil es das Gekläffe unerträglich in den Ohren gellte. Das Ganze roch schon jetzt nach Ärger. Leider beeilte sich die Apothekerin nicht damit, den Betrag in ihre Kasse einzutippen. Das Gekläffe lenkte auch sie ab. Ungeduldig verlagerte ich mein Gewicht mit einem Fuß auf den anderen. Jetzt war das kleine Haarbündel aus der Handtasche entkommen und fegte über den Boden, so schnell seine winzigen Pfoten es trugen. Auf uns zu. Cookie wich schnell eine Säule mit Cremepackungen aus, sodass der Mini-Hund jetzt auf Tikani losschoss. Wahrscheinlich total stolz darauf, einen Wolf gestellt zu haben. Danach ging alles sehr, sehr schnell. Tikani packte das Bündel am Wintermäntelchen und schüttelte es so heftig durch, dass seine Schleife verrutschte. Seine Besitzerin begann, noch mehr Krach zu machen als ihr Mini-Hund. Aus ihrem Mund kam ein Geräusch wie von einer Feuerwehrsirene. Die Apothekerin schrie irgendwas und wedelte mit den Armen. Keine Ahnung, wozu das gut sein sollte. Der Mini-Hund schien nicht so auf Achterbahn zu stehen. Jedenfalls winselte er es fast so laut, wie er vorher gekläfft hatte. Als die Kanin ihn losließ, rannte er mit eingezogenem Schwanz seine Handtasche. Kopfüber tauchte er hinein, sodass nur noch sein Hinterteil zu sehen war. Seine Besitzerin brüllte trotzdem weiter. 2 junge Männer in dicken Winterjacken kamen herein, schauten sich verdutzt um und riefen, »Brauchen Sie Hilfe? Alles in Ordnung!« »Raus hier! Los!« schrie ich den anderen zu. Wir sprinteten zum Ausgang, hechteten über einen Schirmständer, prallten fast gegen die automatische Tür, die schnell genug vor uns aufging, und dann waren wir endlich draußen an der kalten, frischen Luft. Ich übernahm die Führung und rannte voraus über irgendwelche Seitenstraßen, in denen weniger Leute waren. Ich hörte schnelle Schritte hinter uns. Jagten uns die beiden jungen Männer? Heulendreck, die durften uns auf keinen Fall erwischen. Uns wurde das richtig übel. Ich schlitterte um eine Kurve, eine noch schmalere Gasse, die erst nach dreckigem Schnee, Mäusekürteln und durchweichter Pappe roch. Ein paar Container in verschiedenen Farben standen herum. Schnell, da rein!
Ich wählte den blauen aus, der am wenigsten schlimm roch, und schob den Deckel zurück. Rasch stemmte ich mich hoch und ließ mich über die Kante fallen. Mitten hinein ein raschelnden Berg Altpapier. Irgendwas Großes mit haarigen Pfoten sprang auf mich drauf und trampelte auf mir herum. Ah, Chikani. Ich trat sie versehentlich mit einem meiner Winterstiefel, während ich schnell den Deckel des Containers zuzog. Jetzt waren wir quitt. Stille Herzte, flüsterte ich, und wir lagen ganz ruhig. Die schnellen Schritte und Rufe verklangen in der Entfernung, doch ich blieb trotzdem, wo ich war. Wahrscheinlich kommen die auf dem Rückweg nochmal zurück, sagte ich zu Tikani. Besser, wir bleiben versteckt, bis der ganze Aufruhr vorbei ist. Na wunderbar, Mission gescheitert, nix Tabletten, die Note konnten wir vergessen. Und wo war eigentlich Cookie abgeblieben? Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Das war aus dem zweiten Band der Woodwalkers. Ciao.